Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will in einer anstehenden Notstandsregierung mit Oppositionspolitiker Benny Gantz alle Differenzen beiseite legen. Die gemeinsame Führung sei nötig, um einen Feind schlimmer als den IS zu bekämpfen, sagte Netanyahu am Mittwochabend unter Verweis auf die Terrororganisation Islamischer Staat. Eine Notstandsregierung gilt als politische Voraussetzung, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen wie eine militärisch riskante Bodenoffensive zu treffen. Die Spitzen der Koalition in Israel hatten sich bereits am Dienstag einstimmig für die Bildung einer Notstandsregierung mit der Opposition ausgesprochen. Netanyahu stimmte laut einer Erklärung zudem zu, die umstrittene Justizreform der rechtsreligiösen Regierung auf Eis zu legen, die im Land monatelange Massenproteste ausgelöst hatte. Wir kämpfen mit voller Kraft an allen Fronten, wir sind zum Angriff übergegangen. Jedes Mitglied der Hamas ist ein toter Mann, fügte Netanyahu hinzu, wie die israelische Internetzeitung The Times of Israel berichtete. Terroristen hatten am vergangenen Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas Massaker in israelischen Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Unter den mehr als 1200 Todesopfern seien 189 SoldatInnen, teilte Israels Armee am Mittwochabend mit. Die weitaus meisten der getöteten Menschen sind demnach ZivilistInnen. Mindestens 3000 Menschen wurden verletzt und rund 150 in den Gazastreifen entführt. US-Präsident Joe Biden nannte den Hamas-Angriff den tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust. Gleichwohl appelliere er an Netanyahus Regierung, bei der Gegenreaktion Augenmaß zu bewahren, wie er bei einem Treffen mit führenden Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinden in Washington betonte. Israel reagiert seit den Massakern mit schweren Luftangriffen auf den Gazastreifen. Dabei wurden dort mindestens 1100 Menschen getötet und mehr als 5300 weitere verletzt. Auch in der Nacht zum Donnerstag setzte Israels Armee den Beschuss fort. Es laufe ein groß angelegter Angriff gegen zur Hamas gehörende Ziele im Gazastreifen, teilte das Militär am frühen Donnerstagmorgen auf Telegram mit. Die Hamas habe unter dem abgeriegelten Küstengebiet ein Netzwerk von Tunneln angelegt, erklärte Armeesprecher Jonathan Conricus. Das seien keine Bunker für die Zivilbevölkerung, die Tunnel dienten ausschließlich der Hamas und ihren terroristischen Zielen. Das ist das, was wir angreifen, sagte der Armeesprecher. Angesichts des Leidens der Zivilbevölkerung und der massiven Zerstörungen durch die andauernden israelischen Luftangriffe forderte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres schnelle Hilfe für die Menschen in dem nur 40 Kilometer langen und zwischen 6 und 12 Kilometer breiten Küstenstreifen. Lebenswichtige Hilfsgüter, darunter Treibstoff, Lebensmittel und Wasser, müssten in den Gazastreifen gelangen können. Wir brauchen jetzt schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe, sagte Guterres am Mittwoch in New York. Die Hamas forderte er zur Freilassung aller Geiseln auf. Die US-Regierung führt mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für ZivilistInnen zur Ausreise aus dem Gazastreifen. Wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen, und ich weiß, dass Israel nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen will, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen, sagte US-Außenminister Antony Blinken vor seiner Abreise nach Israel, wo er am Donnerstag Ministerpräsident Netanyahu und Präsident Yitzhak Herzog treffen will.